Herzlich willkommen zu unserem Wochenmagazin Frastanz aktuell. Freuen Sie sich nun wieder auf aktuelle und unterhaltsame Beiträge aus unserer Marktgemeinde. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Das kleine Dorf Curtis steckt voller Geheimnisse. So erzählt man sich auch, dass einst Hannibal mit Elefant Lucy durch die Bergparzelle marschiert sei. Was es damit auf sich hat, erfuhren wir beim Curtisser Lädele. Der Kulturverein Landart Curtis zeigte dort den Film Hannibal Brooks, welcher im Mai 1968 unter anderem in Curtis gedreht wurde. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabei gsi. It's an elephant story. Ich versuche mit Lucy außer Sicht zu bleiben. Wir treffen uns in deinem Heimatdorf. Warum denn das? Wir bleiben zusammen. Ja, grüß Gott und einen schönen Abend, liebe Zuschauer vom Drei-Schwestern-Kanal. Ich darf euch heute wieder hier in Curtis begrüßen. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr wisst, wir probieren über den ganzen Herbst immer wieder hier im Curtisser Lädele ein bisschen ein Programm anzubieten. Jeden Samstag haben wir einen kleinen Hock, aber wir möchten noch kulturelle Schwerpunkte setzen. Und da haben wir uns heute ganz was Besonderes ausgesucht. Weil wir haben letztes Jahr einen Erzählabend gehabt und der Erzählabend war zu Hannibal Brooks, der 1968 daheim gespielt hat. Und jetzt haben wir es wirklich geschafft, dank der Gabi, sie wird noch was bisschen darüber erzählen, dass der Film heute da in Curtis vorgeführt wird. Ja, es sind mehr Leute gekommen, als wir erwartet haben. Wir freuen uns voll über einen sehr großen Besuch und hoffen, dass die Leute heute einen spannenden Abend da verbringen werden. Jetzt gebe ich das Mikro mal der Gabi. Sie ist im Kulturverein und kann einiges über den Film und den Abend noch erzählen. Ja, guten Abend. Ich bin die Gabi Jörger. Ich bin die stellvertretende Obfrau vom Kulturverein Landart Curtis. Und wir haben im Rahmen von der Hannibal-Serie jetzt als zweiten Teil nach dem Erzählabend die Filmprojektion in Curtis organisiert. Hat uns Land finanziell unterstützt durch die Kulturförderung Kultur im Jetzt. Nur dadurch ist es möglich, dass wir den Film professionell vorführen können. Sequenzen des Films sind im Mai 1968 in Curtis gedreht worden, bei der Hannibal-Hütte, die dort immer noch steht und die der Kulturverein restauriert hat. Der dritte Teil von der Hannibal-Serie wird dann ein Spielefest für Kinder und das findet am 24. September ab 14 Uhr bei der Hannibal-Hütte statt. Ja, ich wünsche euch ganz einen schönen Abend und bin selber gespannt auf den Film. Danke. Ja, wir hoffen, dass uns das Wetter auch mitspielt. Wir sind heute alle brav gewesen. Wenn es nicht hinhaut, muss irgendein Besucher irgendwas angestellt haben. Aber ich glaube, es geht. Wir hoffen fest. Für hat uns noch schnell ein Zelt organisiert. Ja, und ich darf euch einladen noch zu weiteren kulturellen Terminen. Wir werden wieder einen Erzählabend machen hier im Herbst. Und wir haben eine Ausstellung nächste Woche da. Und wir haben ein Spielefest. Also wer was Genaueres wissen will, einfach mal raufkommen, auf unserer Anschlagtafel nachschauen. Alle Termine hängen aus. Wir freuen uns, wenn wir Pfraschner und alle anderen wieder rau in Curtis begrüßen dürfen. Nein, nichts mehr. That's not funny, Brooks. Come on up. If you liked Michael Pollard in Bonnie and Clyde, you'll love it in World War II. In der aktuellen Energiekrise denken immer mehr Menschen darüber nach, selbst Strom aus Photovoltaik zu produzieren. Der Vortrag »Die Sonne und du«, der kürzlich in der Vorarlberger Museumswelt veranstaltet wurde, informierte ausführlich zu genau diesem Thema. Rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten
der Einladung. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Am Montag, dem 19. September, lädt das Domino Frastanz zu einer neuen Ausgabe von Wort und Klang. Jutta Meissen stellt dabei ihr neues Buch vor und wird von Maya Salami am Klavier begleitet. Am Freitag, dem 23. September, feiert der Krankenpflegeverein Frastanz sein 90-jähriges Bestehen. Die feierliche Jahreshauptversammlung findet ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus statt. Neben einem historischen Rückblick spielt auch der Musikverein Frastanz auf. Für die Bewirtung ist selbstverständlich gesorgt. Und jetzt wünschen wir Ihnen wieder gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz aktuell. Unter dem Motto aller guten Dinge sind drei, lud der Weltladen Frastanz ein, 3 Jahre Weltladen im Saminapark mit interessanten Aktionen zu feiern. Ein vielfältiges Genusssortiment ließ keinerlei Wünsche offen und wer wollte, konnte 3 Kleidungsstücke zum Preis von 2 erwerben. Wir waren auch zu Gast. Drei Jahre Saminapark Frastanz. 3 Jahre ist es her, wo dieses Areal da im Dorfzentrum von Frastanz feierlich eröffnet worden ist. Und es belebt das Dorfzentrum. Eine Bäckerei Mangold, eine Eisdiele Kolibri, das Hotel, der Genuss und der Weltlader sorgen sicherlich dafür, dass es da wesentlich belebter ist, wie es davor gewesen ist. Dieses 3-jährige Jubiläum nimmt der Weltlader Frastanz her und veranstaltet heute einen Aktionstag. Was dieser Aktionstag alles beinhaltet, erfahren wir gleich. Drei Jahre Saminapark, 3 Jahre Weltladen Frastanz. Norbert Hauser, danke, dass wir eingeladen worden sind. Der Weltlader hat ja diesen Anlass hergenommen, um einen tollen Aktionstag organisieren. Zuerst hätte ich aber gern gefragt, Norbert, wenn du zurückblickst auf die letzten 3 Jahre da im Saminapark, was könnte man da über den Weltlader sagen? Wie hat er sich entwickelt? Ja, Matthias, zuerst mal herzlich willkommen aus die sehr vom Dreischwestern-Kanal. Mich freut es, dass du da bist. Und ja, zu deiner Frage, also es hat sich wunderbar entwickelt. Mehr, als wir uns erwartet haben. Wir haben also, kann man ruhig sagen, inzwischen fast die doppelte Kundenfrequenz gegenüber dem alten Geschäft damals. Ist auch erfreulich die Entwicklung vom Umsatz. Also wir haben wirklich trotz Corona und alles schöne Zuwächse gehabt. Vom Gesamtumsatz her, seit wir da hohen sind, kann man sagen, so im Bereich sicher ungefähr 30%, was man mehr Umsatz so hat. Aber wie gesagt, die Kundenfrequenz ist schon ganz entscheidend, durch die tolle Lage natürlich, durch das schöne Lokal, wo wir haben, Platz zum Präsentieren natürlich, ist natürlich ein großer, großer Vorteil und also sicher absolut die richtige Entscheidung gewesen. Und da sind wir heute noch unseren Vermietern im E-Werk und der Raiffeisen im Walgau recht dankbar, dass das funktioniert hat, dass wir da ein neues Zuhause gefunden haben, kann man glaube ich ruhig so sagen. Und der Weltladen hat natürlich immer auch den Hintergrund fairer Handel und wenn natürlich der Umsatz dementsprechend steigt, dann profitieren da ja andere außer der Weltladen auch davon. Das ist richtig, unser Hauptziel ist nicht der Gewinn, das ist für uns eigentlich Nebenerscheinung. Wenn es einen gibt, freut es uns, können wir Projekte unterstützen, alles mögliche, von Brunnenbau etc., was die unsere Kunden ja kennen. Aber entscheidend ist einfach, dass jedes Teil, das da verkauft wird, einen Arbeitsplatz sichert, einen fairen Arbeitsplatz, einen einfach gesicherten. Da gibt es einfach auch die Vorauszahlungen, es gibt die fixen Abnahmegarantien. Das ist einfach entscheidend für die Leute, dass die wirklich davon leben können und einfach auch die Arbeitsplätze entsprechend passend und keine Ausbeutungen passieren. Das ist unser Hauptziel und das ist eigentlich unser Hauptsinn von dem Geschäft.
Jetzt hast du es erwähnt, also der Saminerpark, eure neue Heimat, es gibt viel mehr Platz, es gibt eine höhere Kundenfrequenz. Was hat sich im Sortiment denn getan? Ja, wir haben natürlich gewisse Sachen mehr da jetzt. Also wie gesagt, unser Schwerpunkt mit Schmuck, mit Ledertaschen ist natürlich ohne Haus geweitet worden. Aber was ganz dazugekommen ist, neu der Hunde noch hat, ist die Bekleidung gewesen. In speziellen das Fairy Tale aus Nepal wird in Everding bei Linz designt. Und in kleinen Nähereien wird es handgenäht und in kleinen Druckereien, also wirklich Siebdruck gemacht. Ganz ein tolles Projekt, wo man also, jetzt sieht man, die Hunde sind schon verfolgend und auch sehr erfolgreich verkaufen können. Ja, jetzt ist es soweit. 3 Jahre sind wir da daheim und genau heute haben wir einen Aktionstag im Weltladen. Nicht nur erweiterte Öffnungszeiten, sondern was gibt es denn noch alles? Ja, heute gibt es ein gutes Glas Sekt, Sekt Orange, Kuchen, Kostproben aus unserem ganzen Sortiment, von alles, was wir halt so zum Verkosten haben. Und dann gibt es einfach noch eine Aktion, kommen wir vielleicht noch darauf zurück, dass man Mangobäume spendieren kann für die Philippinen, für die Aktion Breda. Können wir vielleicht noch genauer darauf eingehen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass es so gut angenommen wird und so gut besucht wird. Dann wünschen wir am Weltlader Frastanz weiterhin gute Umsätze. Das Ganze hat ja einen tieferen Sinn, wie wir schon bereits gehört haben. Und allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, gerade an dieser Stelle auch, großes Lob für eure wertvolle Arbeit. Vielen Dank. Ja. Das freut uns, dass wir nach wie vor komplett im Ehrenamt sind, inklusive Buchhaltung, wirklich komplett Ehrenamt. Und das ist auch ein Teil von unserem Erfolg, denke ich auch. Und dass trotzdem noch immer wieder was gefördert werden kann an Projekten. Hallo, mein Name ist Susanne, ich bin freie Mitarbeiterin im Weltladen Frastanz und stand jetzt da neben der Mode Fairy Tale, das wir jetzt seit gut einem Jahr im Geschäft haben. Es ist eine wunderbare Baumwollqualität, hat einen hohen, feinen Tragekomfort. Ich benutze oder trage die Mode auch selber und ich finde es ja, toll. Es gibt für jeden Geschmack und für jede Altersstufe gibt es etwas Passendes. Seit diesem Frühjahr gibt es auch noch Kindermode. Die sind ganz herzig, werden teilweise aus den Restmustern verarbeitet und ja, fügen sich wunderbar in das Ganze ein. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr in den Weltladen kommt, bin ich auch gern für euch da und hilf euch gern, wenn ihr irgendwas aussuchen möchtet oder wenn ihr was probieren. Norbert, du hast vorhin erwähnt, eine spezielle Aktion, nicht nur am heutigen Tag, sondern im Laufe der Klänge, ist diese Aktion mit den Mangobäumen. Wie funktioniert das? Wen unterstütze ich dabei? Ja, das ist als Aktion, dass wir um 10 Euro Spende an Mangobaum finanzieren, wo auf den Philippinen gepflanzt wird. Die Aktion ist von Predan aus, also alle Produkte an Mango, die man im Lader verkaufen kann von dort. Und die unterstützen die Kinderrechte auf den Philippinen. Der Pater Shay Cullen ist da der Leiter und sorgt auch dafür, dass diese Mangobauern auch wirklich die Setzlinge kriegen und gepflanzt werden. Gleiches Thema, die Bauern blieben am Land, haben Abnahmegarantie, kriegen einen tollen Preis dafür. Und zudem wird auf Preda in der Organisation auch einfach die Kinder ausgebildet und vor allem solche, wo also Waisenkinder sind oder einfach ja, irgendwo auf der Straße gelandet sind. Und mit 10 Euro ist man dabei, kriegt man eine kleine Urkunde, die ich da in der Hand habe, kann man sich verschenken, kann man sich selber aufbehalten, eine Freude machen jemand. Und ist einfach eine tolle Aktion, wo wir da damit starten. Ist für uns bis Ende Oktober mit einer Verlosung noch verbunden, wenn ich so eine Urkunde erwerbe. Nehmen wir an einer Verlosung von tollen Sachpreisen noch teil. Ich bin das erste Mal in Frastanz und ich habe den Weltladen vorher gerade entdeckt. Ich bin sehr freundlich empfangen worden und ich habe gerade auch Kleidungsstücke gefunden, die mir wirklich passt haben, die ich auch den ganzen Sommer schon gesucht habe.
Ich darf am Weltladerteam, wo die Waltraud und der Norbert Hauser, aber auch eine Vielzahl von ehrenamtlichen Helfern, da in den Dienst der, oder für den Dienst der guten Sache tätig sind, recht herzlich zu 3 Jahren Weltladen im Saminapark in Frastanz gratulieren. Das ist ein sehr mutiger Schritt, den sie damals gesetzt haben, wo sie vom Kirchplatz da in den neu gestalteten und neu errichteten Saminapark gezogen sind, wo sie eine tolle Geschäftsfläche haben mit sehr vielen tollen Produkten, fair gehandelte Produkte auf der einen Seite, aber auch ein Treffpunkt, der sich etabliert hat in der Marktgemeinde Frastanz und der so auch immer wieder ehrenamtliche Helfer anzieht, die sich da in den Dienst für fair gehandelte Produkte stellen. Und da möchte ich noch einmal ganz recht herzlich im Namen der Marktgemeinde Frastanz zu dem Engagement, zu dem sehr großartigen ehrenamtlichen Engagement gratulieren und natürlich auch verbunden mit dem Wunsch, dass es noch viele, viele Jahre so erfolgreich weitergeht, wie die letzten 3 Jahre da am neuen Standort im Saminapark gewesen sind. Freuen Sie sich diese Woche wieder auf eine kleine, aber feine Wanderung in und um Frastanz. Matthias und Henning sind über Frasterfeders nach Runkeletsch und über die Beckenhäuser wieder zurück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, dass ihr da wieder reingeschaltet habt. Der Henning und ich dürfen euch heute wieder mitnehmen auf eine kleine, feine Wanderung. Startet tun wir heute hier im Gemeindepark zu Frastatz, laufen jetzt auf in Richtung Frasterfeders Stutz. Nachher möchten wir Richtung Runkeletsch laufen und über Bäckerhäuser, so nennt sich das, zurück auf Frasterfeders und wieder da in den Park. Komm mit! Frastafeders sind wir schon angekommen bei der wunderschönen Kapelle vorbei und jetzt laufen wir da weiter über das Klöslifeld auf Richtung Stutz. Wir haben heute einen wunderschönen Tag verwischt, es ist Ende August, angenehme Temperaturen zum Laufen, einfach nur schön. Thank you.
Jetzt sind wir schon da am Stutzhammer. Das Kapellele oder das Bildstöckle haben wir sicherlich erkannt und stehen jetzt da an der Gabelung. Wir laufen jetzt da in die Richtung und zwar auf Runkeletsch. Es ist ein schöner, ein breiter, gut begehbarer Weg. Kommt mit, schauen Sie euch an. Ein wunderschöner, schattiger Forstweg liegt jetzt hinter uns und wenn ihr den Weg bis zum Schluss gegangen seid, kommt ihr an diese Stelle. Zu dieser Stelle möchte ich Folgendes sagen. Da kommt ihr aus dem Wald raus auf eine Weidefläche. Die Weidefläche, auf der würde normal Mutterkühe gehalten, eventuell ist schon ein Stier dabei und der gehört zur Landwirtschaft vom Robert Tiefenthaler da in Runkeletsch. Damit Wanderer die Mutterkuhherde gut umgehen können, damit sie nicht rein müssen in die Herde, tut der Robert, wenn da Tiere auf der Fläche sind, extra Zäune. Darum die Bitte, bleiben in der Einzäunung, wo für euch, für Wanderer vorgesehen ist, nicht durch die Mutterkuhherde durchlaufen. Wieder ein Stückchen weiter sind wir jetzt da an der Kreuzung, wo die Haldnerstraße Richtung Gurtisufe führt, hinter mir die Haldner Kapelle. Wir laufen jetzt bergab, ein kleines Stückchen auf dem Gehweg, und zwar bis ungefähr zur Haldner Volksschule.
Dort würden wir die Haltnerstrasse überqueren, laufen nachher rein ins Fisinal und um zu den sogenannten Beckenhäusern. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, an dieser Stelle möchten wir unsere heutige Wanderung beenden. Da kreuzt sich auch unser Weg. Wir sind ja raufgekommen und sind das Klöslefeld rauf und sind jetzt Pfastenfednerstrasse angekommen, hinter mir Pfastenfedner Kapelle. Was es zu unserer heutigen Tour zum Sagen geht, ist Folgendes. Bis man dann etwa im Gemeindepark wieder drinnen ist, würden es an die 7 Kilometer gewesen sein. Es ist größtenteils ganz ein guter, begehbarer Weg. Mit oder ohne Stöcke ist jedem selber überlassen. Ein bisschen gute Schuhe ist sicher kein Nachteil, aber auf jeden Fall ist es eine wunderbare und auch meiner Meinung nach eine leichte Tour, wo viele von euch gern nachgehen können. Ich möchte die Gelegenheit jetzt gerade nutzen, um mir mal bedanken für die vielen positiven Rückmeldungen, die wir mit den Wanderungen von euch gekriegt haben. Auch konstruktive Kritik, absolut wichtig. Wir haben jetzt schauen müssen, einfach auch, dass wir mehr Wegweiser noch mit im Bild haben, damit man sich einfach sicher ist, dass das der richtige Weg ist. Und was wir jetzt auch versuchen, wir haben diese Route heute mit einem App aufgezeichnet und würden die Informationen im Anschluss Blender. Herzlichen Dank, dass Sie da so fließig zuschauen. Für heute sind wir am Ende von Frastanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald. Musik